Über den Winter hatte ich ein kleines Problem mit meinen Pflanzkartoffeln. Die sind trotz kühler und dunkler Lagerung in der Garage, sind dann doch einige gekeimt oder haben angefangen zu keimen. Da hatte ich dann ein kleines Problem, wusste nicht, was ich mit denen machen soll. Wenn ich sie weiter im Dunkeln liegen lasse, dann werden die Keimtriebe noch größer. Das wollte ich natürlich verhindern. Da habe ich ein Video von Nadine vom Neues vom Landei gesehen. Und ich hatte da auch dieses Problem, hat dann die Kartoffeln auf dem Blech und ein Gitter draufgelegt und an die Südseite von einem Fenster hingelegt, damit die so viel Sonne wie möglich bekommen. Sind zwar ein bisschen grün geworden, aber die Keimtriebe, die sind nicht größer geworden. Und das ist mir schon Mitte Dezember passiert. Jetzt haben wir fast ja, Anfang März, Ende Februar. Die sind nicht größer geworden, also hat sich dann doch bewährt. So kann man auch seine Pflanzkartoffeln lagern, also Kartoffeln zum Verzehr würde ich so nicht lagern, aber die, die ich dann raussetzen möchte, um neue Kartoffeln zu gewinnen, kann man das ruhig so machen. Und worum es jetzt speziell in dem Video gehen soll, ist, dass ich dann letzten Woche auf Facebook einen Impuls bekommen habe, dass man auch Kartoffeln in vielen verschiedenen Weisen anbauen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel neben den Demo den ganz normalen angehäufelten Kartoffeln, wie man es früher gemacht hat, anbaut. Auch Kartoffeltürme habe ich gemacht und Kartoffeln kübeln anzubauen, das habe ich auch schon ausprobiert. Und dieses Jahr möchte ich mit euch Kartoffeln in so einem Pflanzsack anbauen. Um unsere Kartoffeln in einem Sack anzubauen, brauchen wir eigentlich nicht viel. Also ich nutze jetzt hier zum Beispiel einen Sack, in dem Erde abgefüllt ist. Da kann man jetzt jeden beliebigen nehmen, auch in einer beliebigen Größe. Je größer natürlich der Sack ist, desto mehr Kartoffeln kann man auch reinsetzen. Und je höher bzw. länger er dann auch ist, kann man immer wieder Erde nachfüllen, damit die Kartoffeln immer weitere Knollen bilden. Wichtig bei dem Sack jetzt zum Beispiel ist, dass er Löcher hat, also unten drin Löcher oder auch Wasser einfach abweisen lässt, damit natürlich auch in dem Sack keine Staunässe entsteht und die Kartoffeln deswegen anfangen zu schimmeln oder kaputt zu gehen. Das wollen wir natürlich verhindern. Deshalb immer ein paar Löcher reinmachen, damit das Wasser abfließen oder ablaufen kann. Sonst braucht man ein bisschen Erde. Ich für meinen Teil werde mir dann Komposterde nehmen von meinem eigenen Garten und auch von den Kompostwerken. Dann natürlich die angetriebenen Kartoffeln werde ich jetzt bei mir nutzen. Und was ich dann mit diesen Säcken machen werde, ist, dass ich sie ins Gewächshaus erstmal stellen werde, weil es da ein bisschen wärmer ist, und in der Nacht vielleicht in die Garage, weil natürlich bei mir jetzt noch in der Nacht es zu Frost kommen kann und Anfang März ist dann doch ein bisschen früh, um Kartoffeln rauszusetzen. Es ist noch ein bisschen kalt, deswegen, wenn ihr die Bedingungen und Möglichkeiten habt eines Gewächshauses, dann würde ich das jetzt auch schon ausprobieren. Das ist jetzt einfach meine eigene Erfahrung, die ich hier machen möchte. Die Pflanzsäcke werde ich jetzt ungefähr mit 10 oder 20 cm Erde zunächst füllen. Also mit dieser Komposterde hier, werde dann dort die ersten Kartoffeln reinsetzen und dann nochmal eine 5 bis 10 cm große Erdschicht drauflegen, so sozusagen das Anhäufeln simulieren, und immer wieder, wenn dann die Triebe rauskommen, werde ich dann nochmal eine gut 5 cm dicke Erdschicht nochmal drauflegen, damit die Kartoffeln immer, die Triebe immer weiter rauswachsen und immer mehr Knollen sich dabei bilden.
So, in den drei Säcken sind jetzt die Kartoffeln angesetzt. Dort dürfen sie jetzt einfach wachsen. Bin mal gespannt, wie sie sich genau entwickeln werden. Jetzt im Ende Februar, Anfang März, so um die Zeit kann man auch schon anfangen, seine Kartoffeln so vorzukeimen. Also ich habe auch Pflanzkartoffeln, die noch nicht im Dezember schon gekeimt sind. Die habe ich jetzt in Eierkartons gelegt und an einem hellen Ort, der ein bisschen kühler ist, so 16 Grad aufgestellt. Es ist bei mir im Treppenhaus zum Beispiel, nicht in der direkten Sonne, dass ich dann einfach im April zum Beispiel, also Mitte April dann so, je nachdem wie das Wetter auch zulässt, die Kartoffeln dann auch direkt in die Erde rein pflanzen kann. Das ist ja die normale, traditionelle Weise, wie man das ja auf dem Acker jetzt zum Beispiel macht. Zum Abschluss des Videos bedanke ich mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kannst du auch den Kanal kostenlos abonnieren und bitte auch nicht dabei vergessen, die Glocke zu drücken. Wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne kannst du auch Freunden, Bekannten und Familie von mir und diesem Projekt erzählen. Werden immer mehr Leute zum Beispiel auf mich aufmerksam und so können wir unsere eigenen Gartenerfahrungen miteinander teilen. Ich kann euch auf dem Laufenden halten, wie das Projekt sich so weiterentwickelt. In diesem Sinne, genießt die wunderbaren und schönen Frühlingstage. Also es ist wirklich wunderbar, auch sehr warm, die Sonne scheint. Es macht wirklich richtig viel Spaß, draußen etwas im Garten zu machen. So, dann freue ich mich einfach, wenn wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt wiedersehen. Bis dahin,